Wir sehen uns auf reitschuster.de. Je schwieriger die Zeiten, umso wichtiger ist der Humor. Und darum möchte ich dieses Video mit einem in Russland populären Witz beginnen, der auf den Whataboutismus anspielt, darauf, dass man immer auf alle Vorwürfe sagte, aber die Amerikaner, und der Witz, ich erzähle in einer kurzen Version, eine amerikanische Delegation ist unter Leonid Brezhnev in Moskau und die wollen dann mal spontan die U-Bahn sehen, das sind alles Abgeordnete und der Fremdenführer, der muss es dann machen, weil es eben Abgeordnete sind, geht mit ihnen in die U-Bahn und erzählt dann beim Runterfahren auf der Rolltreppe ganz exzessiv, wie toll die Moskauer Metro ist, dass das die beste ist weltweit und so weiter. Dann sagt er, jede Minute kommt ein Zug und dann gehen sie runter und dann stehen sie anderthalb Minuten da und es ist immer noch kein Zug gekommen. Einer der amerikanischen Abgeordneten sagt dann lächelnd, sagt, naja, also das mit der Minute, das war aber nicht so korrekt. Das dauert ja doch länger als eine Minute. Der russische Führer läuft rot an, wird völlig nervös und sagt dann, aber was habt ihr mit den Amerikanern gemacht? Ja, warum ich das heute erzähle, ich bin Russland-Experte. Ich war 16 Jahre in Russland. Ich kenne Putin, ich kenne ihn persönlich. Mit seinem Pressesprecher bin ich bis heute per Du. Wir waren schon in Sporthosen auf dem Balkon zusammengestanden, haben geraucht. Also ich kenne das Ganze wirklich sehr gut. Ich kenne es sehr viel besser per se als Corona, weil ich kein Arzt bin. Und ich kann jetzt nicht den Mund halten. Es ist mir auch wirklich egal. Ich weiß, manche werden da böse sein. Aber ich bin sehr, sehr angenehm überrascht. Ich habe jetzt gerade eines meiner Wochenbriefings verschickt, habe da das nochmal erklärt. Und es kamen so viele positive Rückmeldungen. Und ich habe auch gesehen, ich dachte schon, da werden jetzt einige ganz empört abmelden oder viele. Aber das waren sehr, sehr wenige. Und meine Hoffnung und meine Gewissheit, dass meine Leser eben auch mit anderen Meinungen leben können, wenn es eine andere Meinung ist, dass sie offen sind für andere Meinungen, dass sie sogar dankbar sind, wenn ihnen jemand nicht nach dem Mund redet, wenn jemand auch mal, wenn er weiß, da macht er sich vielleicht bei einigen unbeliebt, trotzdem das sagt, was er für richtig hält, das hat mich schwer beeindruckt, dass meine Leser so sind und darum mache ich jetzt auch weiter. Ich kann nicht den Mund halten, wenn alles jetzt um Russland geht, wenn ich mich da auskenne. Es wäre ein journalistischer Verrat und es wäre auch ein moralischer Verrat. Und manche sagten von wegen Neutralität. Ich kann nicht neutral sein, wenn ich überzeugt bin, dass irgendetwas falsch läuft. Beim Thema Corona bin ich nicht neutral, ich versuche es sachlich zu sein. Es ist mir wichtig, dass unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen. In den großen Medien kommen ja ständig die Pro-Corona-Politik Meinungen zu Wort und da setze ich einen Gegenpol. Bei Putin ist meine Meinung ganz klar und alle sie haben die Möglichkeit, sich anderweitig zu informieren. Es gibt gerade auch bei den alternativen Medien sehr, sehr viele, die stramm auf Putin-Kurs sind. Manchmal liest man da genau das, was in Moskau gesagt wird. So habe ich jetzt irgendwo gelesen, jetzt kommt endlich, der Krieg hört jetzt endlich auf mit russischen Friedenstruppen. Sag ich jetzt wirklich nichts dazu, was ich kurz sagen möchte, wie ich das Ganze einschätze und wie es mich betroffen macht, dass hier ständig immer dann geantwortet wird, aber die Amerikaner, was haben die Amerikaner mit den Indianern gemacht? Ich bin nicht Amerika-Experte, ich kann Ihnen nicht erzählen, was in Amerika passiert. Ich halte vieles für sehr besorgniserregend, was in Amerika passiert. Gerade diese Political Correctness, dieses Cancel Culture, diese Auswüchse dieser großen Konzerne, Internet und Finanzen, auch diese Zensuren, alles. Ich bin da sehr, sehr kritisch, aber ich bin kein Amerika-Experte. Ich kann Ihnen nur erzählen, was ich von Russland erlebe. Ja, und in diesem Moment machte der Akku schlapp. Gott sei Dank nur der Kamera-Akku und nicht mein Akku, wobei der manchmal auch schon kurz davor ist. Also nochmal zu Amerika. Ich bin kein Amerika-Fachmann und dieses ständige Verweisen darauf, was die Amerikaner schlecht machen, das ist in meinen Augen so, wie wenn meine Tochter sagt, wenn sie eine schlechte Note hat, der andere haben eine noch schlechtere Note. Ich komme damit ganz offen gestanden nicht zurecht. Und jetzt nehmen wir mal selbst an, es wäre alles so. Also die Russen hätten nicht die NATO
Russland-Grundakte unterschrieben, wo sie der Erweiterung zugestimmt haben, völkerrechtlich verbindlich und all diese Dinge. Also es wäre wirklich so, genau so, wie das geschildert wird, also dass die Russen bei allem schlecht behandelt werden. Und natürlich wurden sie auch in irgendwas schlecht behandelt. Alle werden irgendwo schlecht behandelt. Ich werde auch schlecht behandelt. Von YouTube zum Beispiel werde ich schlecht behandelt. Gut. Aber deswegen komme ich nicht mit einer Axt vor die YouTube-Zentrale und sage, dass ich die besetzen will. Und das ist mein Punkt. Und ich denke, da muss man trennen. Da verläuft wirklich die Grenze zwischen demokratischer Gesinnung und problematischer Gesinnung, wenn man militärische Aktionen rechtfertigt, wenn man rechtfertigt, dass jemand einfach sagt, da ein Teil von dem Nachbarland gehört mir. Und wie das Ganze passiert ist jetzt, das ist eins zu eins die alte Handschrift. Das ist Transnistrien in Moldawien, das ist Abchasien bzw. Südossetien in Georgien. Teilweise, wenn man es im russischen Original anschaut, das ist wie aus dem alten KGB-Handbuch. Das ist so bekannt, das ist so offensichtlich. Und dass die Amerikaner auch falsche Sachen machen, das, wie gesagt, meine Tochter kommt auch nicht damit durch, wenn sie sagt, der andere hat auch einen Fünfer oder der andere hat auch einen Sechser. Und nochmal, selbst wenn man so gereizt hat, das ist kein Grund dafür, dass man hier Millionen Menschen in der Ukraine in massiver Kriegsangst hält, dass die jetzt wirklich alle Angst haben müssen, morgen passiert etwas. Und ich finde es traurig, beziehungsweise ich fand es traurig, weil sobald ich jetzt einen Tweet mache oder irgendetwas, da kommt massiv Beschimpfung und all das. Aber die Reaktion auf mein Wochenbriefing und die Leserbriefschreiber haben mir gezeigt, das ist genauso wie bei der Corona-Politik. Ich glaube, diejenigen, die an den Rändern sind, die sind besonders laut, die setzen sich besonders durch und 98%, so mein Eindruck, die sind einfach doch verstandbestimmt und die können auch damit leben, dass etwas vielleicht nicht ihre Meinung ist oder sie überlegen sich das sogar noch einmal, was ihre Meinung ist, wenn sie irgendwelche neuen Erkenntnisse bekommen. Wie müsste man mit Putin umgehen? Da sage ich immer, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Es gab vier Ratschläge von Adenauer, die hätte man einfach nur einhalten müssen. Der erste Ratschlag, bin ich der Erste, der dafür ist, die Sorgen der Russen ernst nehmen. Und ich denke, vielleicht nicht immer wunderbar, aber die Russen sind ja auch ein starkes Land und die Russen wollen ja nicht behandelt werden wie jemand völlig schwacher. Und von daher denke ich, dass diese Ängste, dass die auch in vielen Punkten nicht ganz rational sind, denn sie sind hochbewaffnet mit Atomwaffen und wer würde es wagen, in dieser Welt Russland anzugreifen? Es geht um Einflusssphären, aber das ist etwas völlig anderes. Das Zweite, was Adenauer sagte, mit den Russen immer sprechen, das wird auch immer gemacht. Das ist tatsächlich so, auch wenn viele anderes behaupten. Also die ersten beiden Punkte machen wir richtig. Punkt 3 und 4 machen wir leider ganz schlecht. Adenauer sagte, der Westen muss sich einig sein. Das haben wir heute überhaupt nicht. Das sehen wir in Deutschland. In Großbritannien ist man sich einig. In Deutschland hat man den Eindruck, dass Putin hier eine massive Unterstützung doch hat. Und das Vierte, was Adenauer sagte und was eigentlich das Schlimmste ist, was wir falsch machen, dass wir uns nicht daran halten, das ist, dass er sagte, man muss gegenüber Moskau immer zeigen, dass man wehrhaft ist und dass, wenn man angegriffen würde, wenn Moskau über Grenzen kommt, dass man dann auch etwas tut. Und da ist völlig das Gegenteil passiert. Der Westen hat ja schon gesagt, es gibt Sanktionen, wenn Putin hier etwas macht. Und für Putin ist das in vielem wie ein grünes Licht. Also ich sage, Sanktionen, das sitzen wir aus. Ihm geht es darum, Russland wieder zur Weltmacht zu machen, die russische Erde zu sammeln, wie er sagt. Und in seiner Rede war das ja ganz ausführlich. Ich habe heute mit Servus TV gesprochen, die haben mich eingeladen am Donnerstag im Talk im Hangar. Da werde ich auch sein. Da habe ich es Ihnen so erklärt. Da habe ich gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen jetzt in Wien. Ein deutscher Kanzler würde sagen, Österreich war ja eigentlich noch nie Deutschland und das ist eigentlich gar kein eigenes Land und die sind ja eigentlich, ist das alles schlimm, was da passiert und Deutschland hätte Österreich umzingelt mit 100.000 Soldaten, würde trainieren, wie man Österreich angreift. Wie wäre da Ihre Reaktion? Ja, aber genau das passiert umgekehrt dort und
Da sagt man dann, na ja, das ist ja alles, das ist ja, die wehren sich ja nur, die Armen. Ja, wenn Amerika das machen würde, wenn jetzt Amerika, Belarus, Weißrussland so umzingelt hätte, da wären Hunderttausende auf der Straße, völlig zu Recht, ich würde es auch versuchen, aber wir messen da wirklich mit zweierlei Maßstäbe. Und bei einigen habe ich wirklich den Eindruck, die glauben, der antifaschistische Schutzwall, wie er heißt, also die Mauer in Berlin, die war da, weil so viele Menschen aus dem schrecklich unterdrückten Westdeutschland in das wunderbar freie System in der DDR wollten, das unter der Knute einer russischen Diktatur war. Und wie gesagt, das wundert mich immer wieder. Und manchmal habe ich den Eindruck, das ist jetzt ganz böse, wenn ich das sage, aber ich kann mich dieses Eindrucks nicht erwehren, dass dieser also wirklich militante Anti-Amerikanismus, dass das eines der großen Erbe von Hitler noch ist. Nochmal, ich sehe die USA sehr, sehr kritisch. Es gibt unglaublich viel zu kritisieren und ich bin sicher, wenn ich USA-Korrespondent wäre, dann würde ich die USA genauso kritisieren wie Russland und wie ich die Merkel und den Scholz kritisiere. Nur das Verrückte eben ist, dass so viele mit Kritik an Putin nicht umgehen können, dass das was Religiöses hat, genauso wie bei den Null-Covid-Vertretern, dass man den Eindruck hat, da ist jemand auf einem heiligen Thron und wehe, irgendjemand sagt etwas. In meinen Augen ist der Westen wirklich mitschuld an dem, was passiert, aber genau deshalb, weil er Putin immer das Signal gegeben hat, man kann eigentlich machen, was man will und mit der Krim ist er durchgegangen. Und jetzt ganz unter uns, das sage ich jetzt ganz knallhart, ein russischer Präsident, wenn der spürt, der Westen ist schwach, die lassen mit sich alles machen, die lassen sich das gefallen, dann macht es leider aus seiner Sicht, so wie er das sieht, weil es nicht dieses massive Kriegstabu gibt, wie wir das haben, beziehungsweise auf andere Weise, dann macht es aus seiner Sicht da durchaus Sinn vorzudringen. Und da sehe ich wirklich die Schuld des Westens an dem, was heute passiert, vor allem die Schuld auch von Joe Biden. Wie gesagt, ich bin kein Amerika-Experte, aber diejenigen, die ich kenne, die sagen, unter Trump hätte er sich das nicht getraut und auch unter Ronald Reagan hätte er sich nicht das getraut. Und deshalb kann man sagen, auf gewisse Art und Weise ist die These nicht ganz unberechtigt, dass der Westen hier wirklich mitschuld ist, aber ganz anders, als das dargestellt wird. Ja, vielen Dank wieder. Ich habe heute dem Dieter Dehm geschrieben, das ist ja ein Linken. Ja, langjähriger linke Abgeordneter und ein großer Putin-Freund und Verteidiger. Und ich habe ihm geschrieben, dass ich vorschlage, dass wir eine Videodiskussion machen, dass wir einfach mal beide Gesichtspunkte hier zusammen haben. Ich denke, das ist für Sie interessant. Ich will ja nicht, dass Sie nur meinen Gesichtspunkt hier hören. Darum bringe ich auch auf meiner Seite andere Gesichtspunkte. Ich kann aber selber mich nicht verleugnen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das extrem gefährlich ist, was Putin macht. Ich sehe extreme Parallelen zu 1938 zum Sudetenland. Ich sehe extreme Parallelen, dass wir hier genauso wie damals in einen massiven Krieg hineinschleudern. Und ich könnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich das nicht offen sagen würde und wenn ich da jetzt schweigen würde und sagen würde, um Gottes Willen, dann mache ich mich ja bei Ihnen unbeliebt. Sorry, aber so ist meine Auffassung. Ich will kein bequemer Journalist sein, weder da noch dort. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Unterstützen. Und ich habe es im Wochenbriefing auch geschrieben, können Sie über meine Seite abonnieren. In jedem Artikel ist rechts immer dieser Banner, wo man das abonnieren kann. Ich will wieder mehr solche Videos machen. Ich habe das vernachlässigt, weil ich immer mehr nur noch Verwalter bin und Redaktionsleiter und all das. Ich will wieder öfter diesen Dialog hier mit Ihnen haben, auch wieder Livestreams machen. Das ist mir wichtig. Von daher bis auf ein baldiges Wiedersehen. Vielleicht am Donnerstag im Talk im Hangar bei Servus TV. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und jetzt habe ich doch noch etwas vergessen. Wie immer, es würde ja etwas fehlen, wenn ich nicht irgendetwas vergessen würde. Musste schon umbauen, auch schon umgezogen, aber das ist hoffentlich okay, denn ich habe heute einen bösen Post gemacht über die Ex-Kollegen vom Fokus, weil die geschrieben haben über Putins Vorgänger und damit Medvedev meinten. Und dann habe ich geschrieben, das zeigt, wie wenig Ahnung die Journalisten in Deutschland haben, wenn sie Medvedev als Putins Vorgänger bezeichnen.
Dann kamen einige neunmal kluge Kommentare, die sagten, ja, aber der war doch Putins Vorgänger. Ja, wenn man es ganz streng rein juristisch nimmt, dann könnte man das sagen, aber man entlarvt mit dieser Formulierung, dass man eben keine Ahnung vom russischen System hat, weil jeder, der sich ein bisschen auskennt mit dem russischen System, der weiß eben, dass Medvedev nicht viel mehr war als eine Marionette von Putin. Und Putin war ja auch sein Vorgänger, er war der Platzhalter, formell war er Präsident. Und selbst wenn er das nicht nur formell gewesen wäre, wäre die Formulierung etwas unglücklich, weil ja auch Putin wiederum sein Vorgänger wäre. Darum sollte man sie als Journalist auch so nicht verwenden. Wenn man aber das System kennt, wenn man sich ein bisschen mit Russland auskennt, dann wird man sich hüten, ihn als Vorgänger zu bezeichnen, weil es eben in der Realität überhaupt nicht das ist, was in anderen Staaten der Vorgänger ist. Aber Sie sehen, da herrscht sehr, sehr viel Verwirrung. Ich habe das ja immer wieder erlebt als Russland-Experte, wenn ich interviewt werde, dann von Kollegen, wie gering da teilweise die Ahnung ist. Und das führt dann dazu, dass sehr viele von Ihnen ganz wenig oder null Vertrauen in diese Berichterstattung haben, was ich völlig nachvollziehen kann. Natürlich entsteht da dann ein Informationsvakuum und dieses Vakuum wird dann leider auch ausgenutzt. Könnte ich jetzt auch wieder viel dazu sagen, aber das mache ich hier jetzt nicht nochmal. Ich hatte erst ein langes Interview, wo ich das auch erklärte, diese Verzerrungen. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Geduld und für das Verständnis mit meiner Vergesslichkeit. Danke, ciao, schönen Abend noch trotz allem. Und wollen wir wirklich nur hoffen, dass dieser Riesenkrieg, der zu befürchten ist, leider, dass der ausbleibt. Können wir nur beten. Alles Gute. Danke, ciao. Und nicht wegschauen. Wir können nicht wegschauen, weil wenn man wegschaut, dieses ewige Wegschauen, dieses so tun, als sehe man diese Ähnlichkeiten nicht, diese Ähnlichkeiten, die liegen auf der Hand. Das heißt ja nicht, dass es genauso sich entwickeln muss wie damals. Aber dass diese Gefahr jetzt ganz akut ist, das sehen wir doch. Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir doch, dass genau dieses Appeasement, dieses Wegducken, dass das extrem gefährlich ist. Und das sollten wir doch nicht wiederholen. Und wir sollten doch hier nicht verdrängen und so zu tun, als sei alles wunderbar. Ich empfehle Ihnen sehr, Biedermann und die Brandstifter zu lesen. Von Max Frisch, da ist eigentlich alles beschrieben. Danke, ciao.